Konnte die SPD nicht reüssieren und kann man sie noch Volkspartei nennen in diesen beiden Ländern? Aber Frau Illner, die SPD ist eine Volkspartei. Und was für eine? Ich kann Ihnen sagen... 10%, 12%? Ja, Augenblick Vierte mal. Hinter Augenblick der mal, Augenblick mal. Wir haben echte Probleme in Sachsen, in Thüringen und jetzt auch in Sachsen-Anhalt. Wir haben und sie jetzt in auch in Baden-Württemberg und ein bisschen auch in Bayern. Aber außerhalb dieser Länder... Außerhalb dieser Länder. So, und damit sind wir wieder im Land und fragen Herrn Oppermann, was eigentlich mit der Mobilisierung der Wähler geschehen ist, Herr Oppermann. Weil 10% mehr. Deutschland, wir gucken nach Deutschland, die etablierten Parteien haben von der höheren Wahlbeteiligung überhaupt nicht partizipiert. Offensichtlich ist es der AfD gelungen zu mobilisieren, auch Nichtwähler zu mobilisieren, der SPD gar nicht. Warum das stimmt nicht? Das stimmt nicht in Rheinland-Pfalz. Na gut, jetzt kommt er wieder mit Rheinland-Pfalz. Ja, nun, aber also, das ist ja, frage ich andersrum, warum ist der und in Baden-Württemberg und in Sachsen-Anhalt. Warum ist der AfD gelungen, Wählerschichten zu mobilisieren? Ist das auch die Erklärung dafür, dass neben dem grandiosen Wahlerfolg in Rheinland-Pfalz in den zwei anderen Bundesländern die SPD halbiert worden ist? Ja. Die vierte politische Kraft, diese stolze, anständige Partei, die praktisch jetzt in einer Rolle ist, die bemitleidenswert ist. Sie werden doch zerrieben von der CDU. Frage, woran liegt das Ihrer Meinung nach? Sagen Sie es uns doch und verweisen Sie nicht auf Rheinland-Pfalz. Das ist doch erbärmlich, 12%. Es gibt immer positive Beispiele und weniger positive Beispiele. Ich habe nur behauptet, dass die Verwechslung, dass die 80% alle einverstanden sind mit dem, was sie machen, dass das ein Fehlschluss ist. Das glaube ich übrigens auch. Ja, das glaubt der Oppermann. Und im Übrigen, wenn ich das noch sagen darf.